Neue Wendung im Fall Kim Wall. Der dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen hat nach Polizeiangaben gestanden, die Leiche der schwedischen Journalistin zerstückelt zu haben. Zugleich änderte Madsen erneut seine Version zum Tod der 30-Jährigen. Demnach soll Kim Wall während ihres gemeinsamen Ausflugs auf seinem U-Boot an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Wall hatte Madsen für ein Interview an Bord seines U-Bootes getroffen. Am 10. August verschwand sie. 11 Tage später wurde vor der Küste von Kopenhagen ihr Torso entdeckt. Madsen hatte zunächst behauptet, die Journalistin wohlbehalten an Land gebracht zu haben. Später sprach er von einem Unfall. Er habe ihre Leiche in Panik über Bord geworfen. Im Oktober entdeckten Taucher dann weitere Leichenteile, darunter Walls Kopf. Die Staatsanwaltschaft wirft Madsen vor, Kim Wall ermordet zu haben.